Willkommen in der Welt des natürlichen Genusses. Domaco ist ein innovatives Schweizer Familienunternehmen mit langer Tradition. Treten Sie ein, lernen Sie uns kennen. Die 1922 gegründete Firma wurde 1962 vom Pionier Alfons Meyer übernommen und 30 Jahre lang von ihm geprägt. Mein Vater war ein großartiger Erfinder. Er hat in unterschiedlichen Aufgaben gearbeitet und dabei festgestellt, dass wirkungsvolle Innovationen fehlten. Somit begann alles mit einer Idee, nämlich Schweizer Kräuterzucker aufzulösen und daraus einen feinen Tee zu brauen. Sorgfältig ausgewählte Kräuter und Früchte werden zu einem Granulat verarbeitet. Wie bei einem Schwamm wird die Flüssigkeit aufgesaugt. Die feinen Rohstoffe entfalten sofort ihre gesunde Wirkung. In der Anfangszeit zog Dr. Aufdermauer mit einem Musterkoffer seiner Produkte übers Land und verkaufte die gemäß traditionellen Heilkräften entwickelten und selbst hergestellten Tabletten und Pastillen. 1962 entwickelte Alfons Meyer den ersten Instant-Tee. Wir haben den ersten Instant-Kräutertee erfunden und haben es über die Jahre geschafft, Ideen in Taten und Innovationen zu nachhaltigen Erfolgen zu transferieren. Auf 15.000 Quadratmetern Produktionsfläche werden heute eigene Marken wie auch Private Labels entwickelt und hergestellt. Mit 5 sehr erfolgreichen Marken hat sich die Domaco-Gruppe einen Namen gemacht. Alle Vital-Produkte unterstützen auf natürliche Art ihr Wohlbefinden, ihre Vitalität und die Gesundheit. Sorgfältig mit 20 wertvollen Kräutern und natürlichen Fruchtsäften, nach alter Tradition schonend hergestellt, sind alle Produkte ein Genuss. Sofort lösliche Kräuter- und Früchtetees, fruchtige Milkshakes, wohlschmeckende Hartbonbons, Weichpastillen mit Zusatznutzen sowie weichschmelzende Traubenzucker erwarten den Vitalb-Liebhaber. Seit mehr als 60 Jahren ist Tiki die bekannteste Kindermarke in der Schweiz. Nur Tiki sprudelt und prickelt auf der Zunge. Lassen Sie sich vom Kribbeln dieses trendigen Brausespaßes überraschen. Die Original Dr. Doolittles Pastillen aus naturreinem Fruchtkonzentrat haben eine unvergleichliche Wirkung für Redner. Sie sorgen für eine klare Stimme und verhelfen zu einem angenehmen Mundgefühl. Belar Fruchtmarkgelee, auch Pâte de Fruits genannt, sind eine vorzügliche Delikatesse, hergestellt aus Fruchtpektin und puren Fruchtkonzentraten. Die weichschmelzenden Traubenzuckertabletten sind beliebt als Sofortenergiespender, mobilisieren Körper und Geist, fördern die Konzentrationsfähigkeit, verbessern Leistungsfähigkeit und Ausdauer. Meine Mami hat die besten Ideen der Welt. Ja, das ist alles wunderbar, dann geben wir es so in Auftrag. Herzlichen Dank. Mein Name ist Maria Rosa Diaz. Ich bin verantwortlich für die kreative Umsetzung neuer Produktideen. Haben Sie eine innovative Idee und wollen ein eigenes Produkt auf den Markt bringen? Dann sind wir der richtige Partner für Sie. Wir beraten Sie bei der Entwicklung, definieren die Kernaussagen, sorgen für die richtige Verpackung, die Konfektionierung und Logistik. Wir entwickeln und produzieren Artikel für namhafte Unternehmen in der ganzen Welt. Mein Papi ist der beste Chef. Mein Name ist Sebastian Funke. Als Betriebsleiter bin ich verantwortlich für den reibungslosen Ablauf in der gesamten Produktion. Die ausgewählten Rohstoffe werden zu einer homogenen Mischung verarbeitet, nach Wunsch mit Wirkstoffen ergänzt und zu Tabletten gepresst. Mein Papi macht die feinsten Eistee. Mein Name ist Reinhold Schall. Ich bin verantwortlich für die Herstellung von Instant-Getränken. Den hochkonzentrierten Kräuterextrakten und Früchtekonzentraten wird als Träger Traubenzucker oder Zucker beigefügt. Mit weiteren Zutaten wie Schwarztee, Rooibos oder aktiven Wirkstoffen wird die Masse befeuchtet, zu Granulaten geformt und bei ca. 55 Grad schonend im Luftwirbel getrocknet. Dieses selbstentwickelte Produktionsverfahren funktioniert ohne Stabilisatoren und ist umweltfreundlich. Mein Papi macht die besten Gummibärchen. Mein Name ist Jürg Scheurer. Ich bin verantwortlich für die Produktion Weichpastillen und Traubenzucker.
Feinste, weiche und feste Formen von gegossenen Produkten entstehen durch Kochen der Grundmasse, bestehend aus hochwertigem Gummi Arabicum oder Gelatine, ergänzt mit natürlichen Fruchtkonzentraten oder Kräuterextrakten sowie Vitaminen und Mineralstoffen. Die schonende Trocknung während 2 bis 4 Tagen in speziell konzipierten Räumen garantiert Stabilität und höchsten Genuss. Die Möglichkeiten reichen von der medizinischen Pastille bis hin zum Vitamingummibärchen. Mein Papi macht die weltbesten Bonbons. Mein Name ist Thomas Serafin, ich leite die Bonbon- und Toffee-Produktion. Die glatte, harte Bonbonstruktur und der geringe Restwassergehalt sind typisch für diese Art von Bonbons, geformt oder gehackt. Erst nach dem Vakuumieren werden die aktiven pharmazeutischen Wirkstoffe oder die wertvollen Kräuter und Früchte in Form von Konzentraten zugefügt. Varianten ohne Zucker oder gefüllt gehören zum Standardsortiment. Auch in der zweiten Generation legen wir großen Wert auf Innovation und Investitionen in zukunftsweisende Technologien. Meine Mami ist die tollste Geschmackserfinderin. Mein Name ist Dr. Regula Bicker. Ich leite die Abteilung Forschung und Entwicklung. Unsere Lebensmittelingenieure und Entwickler aktualisieren ständig ihr Wissen, um innovative Trends, Wünsche und Chancen im Markt zu erkennen, damit wir sie jederzeit kompetent beraten können. Gleichbleibende Qualität der Produkte, gesichert durch dokumentierte Standards, ist für uns selbstverständlich. Meine Mami sagt, was gut ist. Vom Eingang der Rohstoffe und der Verpackungsmaterialien bis hin zum Produktionsprozess prüfen und sichern wir auf jeder Stufe die Einhaltung der vereinbarten Qualität. Das Freigabeverfahren im ganzen Prozess erfolgt gemäß den Qualitätsstandards wie Swissmedic GMP, ISO, BRC, IFS und Bio. Jeder einzelne Mitarbeiter kennt seine Verantwortung und ist bereit, die geforderten Standards einzuhalten und die gleichbleibende Qualität der Produkte für unsere Kunden zu erarbeiten. Hygiene und Sauberkeit werden ständig überwacht und mit unseren Mitarbeitern regelmäßig geschult. Das integrierte HACCP-System regelt das umfassende Hygienekonzept mit klar definierten Zonen im ganzen Betrieb. Personen- und Materialfluss erfolgen durch voneinander getrennte Schleusen. Mein Papi packt die größten Kartons. Mein Name ist Giovanni Velini, ich leite die Abteilung Konfektion und Verpackung. Verpackung bedeutet für uns nicht nur Schutz des Produktes, sondern auch Marketing. Die Formen und Arten müssen genauso innovativ sein wie der Inhalt, damit sie am Markt erfolgreich sind. Kleine Kunstwerke, die den Genuss und die Freude am Produkt verstärken. Handliche Klickboxen, Metall- und Kartonwickeldosen in unterschiedlichen Größen, Flach- oder Schlauchbeutel, Portionensticks in verschiedensten Varianten, Stangenpackungen und Kunststoffflaschen. Jedes einzelne Produkt muss den Konsumenten überzeugen. Blisterpackungen für Produkte mit phyto- oder pharmazeutischen Wirkstoffen für nachvollziehbaren Mehrwert. Mein Papi kennt die ganze Welt. Ich heiße Martin Müller, ich bin verantwortlich für Logistik und Spedition. Die fertig hergestellte und geprüfte Ware wird gemäß Ihrem Auftrag just in time ausgeliefert. Unsere Kundenschaft ist international und unsere Produkte gehen aus unserem Lager in der Schweiz direkt in alle Welt. Mit unserem vernetzten Wissen erfüllen wir Ihren Anspruch auf fachgerechte Verladung, Erledigung der notwendigen Formalitäten, sicheren Transport und termingerechte Lieferung mit kompetenten Logistikpartnern. Über 75% unserer Konsumenten sind in mehr als 30 Ländern auf allen Kontinenten zu Hause. Und so mancher wartet schon ungeduldig und freut sich auf den unverfälschten Geschmack unserer Produkte.